In der Notaufnahme der Klinik am Südring warten Dr. Charlotte Engel und ihr Team auf die Verletzten eines Autounfalles. Der Ehemann einer Beteiligten ist in großer Sorge, aber auch irritiert, denn seine Frau fährt gar kein Auto. Wie heißt denn Ihre Frau? Rake, Karin Rake. Ja, das ist der Verkehrsunfall, ne? Mit dem Müllwagen. Die sind aber noch nicht hier. Ja, die sind irgendwas. Wir warten drauf. Wir können Ihnen noch nichts sagen. Meine Frau. Setzen Sie sich so lange hin, wir warten auf den Krankenwagen. Meine Frau hat keinen Führerschein. Warum Verkehrsunfall? Na ja, gut, die wir muss ja nicht gefahren nicht. Sein. Die kann ja in irgendeiner involviert sein. Aber jetzt geht die Tür auf. Okay. Hallo. Das ist Ihr Bruder? Was macht der denn hier? Anfangs kam ein Herr zu uns an die Rezeption, der sehr aufgebracht war, denn er wurde benachrichtigt, dass seine Frau in einem Verkehrsunfall involviert sei. Er war dann aber übermäßig überrascht, als erstes Unfallopfer dann sein Bruder eingeliefert wurde, denn er hatte ja noch offensichtlich erstmal seine Frau nur gesucht. Einmal Rake, 42 Jahre. Ist ein Polytrauma-Zustand nach Verkehrsunfall. Er war Fahrer von dem PKW gewesen. Laut Zeugenaussagen kam wohl ein Müllauto von der gegenüberliegenden Seite, hat dann so einen riesen Schlenker gemacht, nicht grundunbekannt, und ist dann wohl in die Seite rein. Aha. Bei Antreffen, A-Problem, er war bewusstlos gewesen. Was ist denn mit meiner Frau? Einen Moment, gleich. Ne? Also, war bewusstlos gewesen, hatte den Atemweg verlegt, ist da kurz hypoxig geworden, kurz reanimationspflichtig, haben intubiert, beatmet. Aktuell stabil, kein ABC-Problem. Ich habe einen Thorax, beidseit belüftet gewesen. Keine Anzeichen auf Fraktur, Becken ist stabil, Oberschenkel sind stabil. Einzige, was aufgefallen ist, einmal frakturiert, beidseits. Nun wird auch die verletzte Ehefrau eingeliefert. Wieso sie mit ihrem Schwager unterwegs war und wie der Unfall passierte, ist noch völlig unklar. Doch ihr Zustand ist ebenfalls kritisch. Was tut Ihnen weh? Der Kopf, okay. Wie ist das mit dem Hals? Es kriegt so schlecht Luft. Ja, okay. Ganz ruhig atmen. Mach sie einmal ein bisschen Sauerstoff gleich auch dran. Ihnen ist so schlecht. Haben wir eine Nierenschale? Ja. Mir ist schlecht. Frau Rake, hier, gucken Sie mal. Ist alles gut, alles gut, alles gut. So, mach dir mal eine Infusion fertig. Vomex, Paracetamol. Alles gut, wunderbar. Ich guck einmal auch mit dem Ultraschall auf Ihren Bauch. Ja, müssen immer. Frau Rake, nicht erschrecken. Ich gucke einmal ganz schnell nach, ob wir innere Blutung haben, ne? Sollte die 38-Jährige sich Verletzungen der inneren Organe zugezogen haben, könnte dies Lebensgefahr bedeuten. Doch zunächst kann Dr. Charlotte Engel Entwarnung geben. Aber Gott sei Dank, Sie haben auch noch nicht mal eine Prellmarke vom Gurt. Das heißt, vielleicht hatten Sie jetzt im ersten Moment, können wir sagen, erstmal Glück im Unglück, ne? So, das geht schon, das ist okay. Die Patientin war sichtlich geschockt. Ihr Kreislauf war aber sehr stabil. Alle Vitalparameter waren unauffällig. Wir wussten aber nicht, ob sie eventuell eine Verletzung an der Wirbelsäule hat. Plus Kopfplatzwunde und der Bewusstseinszustand der Patientin haben mich dazu veranlasst, auch eine Aufnahme, eine Schichtaufnahme des Kopfes durchführen zu lassen. Hey, warum warst du mit Uli zusammen, Karin? Was ist passiert im Auto? Ich glaube, ihre Karin, Frau steht wirklich unter Schock. Hey. Was glauben Sie denn, was da passiert ist? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Patientin wird in der Radiologie auf Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen untersucht. Inzwischen bringt ein weiterer Rettungswagen den dritten Unfallbeteiligten. Den Fahrer des Müllwagens, der mit dem Auto der ersten beiden Verletzten kollidierte. Er hat Glück gehabt. Und wer war jetzt der andere? Ach so, das ist jetzt der Kollege, der war mit in dem LKW. Okay. Aber dem, in dem Müllauto? In dem Müllauto. Ach, deswegen seid ihr auch so ein bisschen hier. Genau, wir sind ein bisschen vollgesifft, da müssen wir aufpassen. Der hat aber soweit nichts. Der hat auch die Sichtung gemacht, der Notarzt, wollte auch nicht soweit behandelt werden. Dem geht's ja auch gut. Müssen wir nur gucken, wenn er jetzt auf Toilette geht. Ja, ich meine, ich kann ihn gleich nochmal fragen. Aber ansonsten, wie gesagt, er ist auch soweit ansprechbar. Während der Mann untersucht wird, bittet die Schwester den Kollegen und Beifahrer dazu. Dr. Charlotte Engel hofft, dass er mehr über den Unfallhergang berichten kann. Was hat er denn alles jetzt? So, Sie sind der. Ich war der Beifahrer, der Kollege. Der Beifahrer, okay. Ja. Wie geht es Ihnen? Ich habe gar nichts. Also, mich müssen Sie sich nicht kümmern, kümmern Sie sich einfach um. Okay, dann lassen Sie uns mal unsere Arbeit machen, treten Sie einen Schritt zurück. So, Herr Schenk, jetzt sagen Sie mir mal, wenn ich hier drücke, auf dieser Seite. Alles gut. Das ist okay. Die Beine? Ja, auch gut. Alles auch okay, ja? Was ist hier im Beckenbereich?
Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So, dann zeigen Sie mir mal. So, die Seite ist das Problem hier, ne? Hier haben wir die Schulter. Ja. Und ist das denn hier oben? Okay, der ganze Arm. Ja, dann müssen wir Hand als ich eben leicht rotiert habe, ne? Ja. Jetzt haben wir unter die Decke gegangen. Nö, dann machen wir auf jeden Fall Röntgen. Der Unfallverursacher zeigt eine Platzwunde, die wir Gott sei Dank nur mit Steristrips behandeln mussten. Dann hatte er den linken Arm verbunden und mit einer Schiene versorgt. Da sah es schwer danach aus, dass das Handgelenk frakturiert, also gebrochen war. Und die linke Schulter tat ihm zudem auch weh. Wie kam das denn? Wissen Sie genau, das? Herr Schenk, können Sie uns denn noch ein bisschen erzählen, wie ist was passiert? Wir sind auf dem Heimweg, also mussten noch zur Kippe fahren mit unserem Mülllaster. Und ja. ich krieg auf einmal den fürchterlichsten Niesanfall meines Lebens. Und als ich mich wieder normal fühle, bin ich auf der anderen Seite. Und ja, mir kommt genau ein Auto frontal entgegen. Und das ein Niesanfall? Also das war ein Niesanfall. Ich meine, ich habe bei meinem Opa schon Niesanfälle erlebt, aber das war schon katastrophal. Da kann ich mir echt vorstellen, dass man das Lenkrad nicht mehr in der Hand haben kann. Sind Sie denn erkältet oder was ist denn los? Nein, ich habe keine Ahnung, woher das kam. Können Sie mir einmal auf die Nasenspitze versuchen zu gucken? Ein bisschen leicht drehen. Ja, super, okay. Wieso sind denn Ihre Augen so rot, Herr Schenk? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist jetzt, haben Sie Allergien, irgendwelche Heuschnupfen, irgendwas, was, das ist schon nicht, ja... Nicht, dass ich wüsste irgendwie. Als ich die Pupillen gecheckt habe vom Unfallfahrer, ist mir aufgefallen, dass sowohl die Bindehäute gerötet waren, als auch wirklich um den Augen war auch ein roter Saum und sie waren geschwollen. Zudem tränten sie. Für mich sah zunächst alles danach aus, dass es sich um einen Heuschnupfen oder eine allergische Reaktion handelte. Dies verneinte der Patient zwar, aber sowas kann natürlich immer im Leben auftreten, auch wenn man es vorher noch gar nicht weiß, dass man eben Allergiker ist. Inzwischen ist die Insassin des verunfallten Autos vom CT zurück. Ihr Zustand ist stabil, doch sie hat ihrem Ehemann noch immer nicht gesagt, weshalb sie mit seinem Bruder unterwegs war, als der Unfall passierte. Warum warst du mit Uli in einem Auto? Klär mich doch mal auf, bitte. Ich wollte doch nur dich überraschen. Inwiefern mich überraschen? Weil ich am Führerschein. Du hast doch immer gesagt, dass ich das nicht mehr machen soll. Hier sind die auch noch einfach geübt, mal vor der Prüfung. Ja. Ich wollte doch nur wirklich dir zeigen, dass ich das endlich mal mache. Karin, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Doch, jetzt habe ich das nicht mitbekommen, Frau Rathe. Was ist denn passiert? Ha? Ich kann Sie erst mal beruhigen. An der Halswirbelsäule ist nichts auffällig. Ja, das können wir gleich abmachen. Soll ich mal eben abmachen? Ja. Dann können Sie sich gleich ein bisschen besser bewegen. Ja, vorsichtig den Kopf kurz anheben. Alles okay, so. Wir haben so für die Fahrprüfung geübt mit meinem Schwager. Ja. Und dann haben wir wieder getauscht. Und er wollte mich dann wieder zur Bahn fahren. Ja. Und dann kam halt der Müllwagen. Einfach so. Einfach strack auf uns zu. Ja. Beim Fahrer des Pkw wurde wirklich eine beidseitige Sprunggelenksfraktur diagnostiziert. Bei der Pkw-Fahrerin konnten Gott sei Dank Frakturen ausgeschlossen werden. Sie litt aber noch einige Tage unter einem Schleudertrauma. Und beim Müllwagenfahrer zeigte sich wirklich eine Fraktur des linken Handgelenks, die dann operativ versorgt wurde. Die Allergie des Müllwagenfahrers, die den Unfall ausgelöst hatte, wurde behandelt und sein Bruch war nach einigen Wochen ausgeheilt. Der Schwager der Patientin konnte eine Woche später entlassen werden. Sie selbst musste eine Nacht zur Beobachtung bleiben und hat ihre Führerscheinprüfung inzwischen bestanden.